Hallo zusammen, schönen guten Tag wünsche ich. Hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal dieses Muster zeigen. Es ist überhaupt nicht schwer und ist auch für jeden Anfänger nachzuvollziehen, wie es gestrickt wird. Wir fangen mal an. Also, ihr strickt wieder euer Bündchen, so wie ihr es gewohnt seid. Entweder eins rechts, eins links oder ich habe es jetzt mal hier nur rechts gemacht, um das Muster ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Ihr seht, sieht so ein bisschen so. So soll es nachher sein, dass es hier so eine Linie gibt. Ja, so, genau so. So, wir fangen an. Also, bei diesem Muster müsst ihr eine ungerade Maschenzahl haben. Mehr braucht ihr nicht. Also, ihr braucht jetzt nicht eine Maschenzahl von 3, 4, nein, einfach eine ungerade Maschenzahl. So, wir fangen an zu stricken. Das ist jetzt eure erste Reihe, die ihr strickt. Ja, so, wir nehmen eine rechte Masche, haben die Randmasche haben wir abgenommen. Ja, so, jetzt stricken wir eine, so, jetzt stricken wir hier, damit ihr es seht. Dann steche ich hier ein, also hier stricke ich eine Masche rechts und steche neben dieser Masche hier, dahinter steche ich ein, tun mir einen Faden. Ja, nochmal, ich gehe nochmal ganz zurück. So. Ich habe angefangen, eine Randmasche, wir stechen hier ein, holen uns einen Faden. Eins, zwei. Dann wieder einen Faden holen und wieder zwei rechte Maschen stricken. So. Faden holen. Ja, wir stricken jetzt wieder zwei rechte Maschen. Faden holen. Und zwei Maschen rechts stricken. Faden holen vor dieser Masche. Ja, genau zwischen diesen Maschen, die drauf folgen, holen wir uns einen Faden vor. Und stricken zwei Maschen rechts. Wieder zwischen diesen zwei Maschen, die auf der linken Nadel liegen, stechen wir einfach ein, ganz normal, holen uns den Faden und legen ihn einfach nur auf die rechte Masche und stricken den hier einmal rechts und nochmal rechts. Wieder hier einstechen, Faden holen und zwei Maschen stricken, Faden holen, eins, zwei, Faden holen und zwei Maschen stricken. Ja, und dann haben wir noch hier unsere Randmaschen. Wir drehen die, so sieht es jetzt bis jetzt aus. Ja, so sieht es bei euch auch aus hier. Wir drehen die Arbeit. Das ist jetzt unsere linke Seite. So, jetzt schaut ihr, die ersten Maschen ja nicht. Hier habe ich ja diese Masche, die ich aufgenommen habe, ne? Diese. So. Diese Masche hier, ne? Die habe ich ja da hinten rausgestrickt. Hier, sieht auch aus wie ein Loch. Da gehen wir jetzt her, nehmen diese Masche und die davorliegende und stricken die links zusammen. Dann stricken wir wieder eine links. Dann haben wir wieder die davorliegende und stricken die auch links zusammen. So, wieder eine links. Die zwei links zusammenstricken. Wieder eine links. Die zwei links zusammenstricken. So. Und wieder bis zum Ende der Reihe. Seht ihr? Zusammenstricken. Wenn ihr jetzt bei Socken stricken wollt, dann strickt ihr einfach so, wie ich jetzt auf der linken Seite stricke, strickt ihr auf der rechten Seite. Merkt euch nur mal euren Anfang, ne? Dass euch das merkt. So. So. Drehen die Arbeit. Und so sieht es jetzt aus. Seht ihr? Da habt ihr eure schrägen Maschen da drüber liegen. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Je lockerer ihr strickt, desto schöner kommen natürlich dann. Auch seht, wie ihr sehen könnt, die Maschen zum Vorschein.
fangen wir wieder an. Jetzt gucken wir, wo ist unsere Masche? Da ist unsere Masche. Also stechen wir hier ein, davor, holen uns wieder den Faden und stricken wieder. So, davor ist es, Faden holen und wieder stricken. Hier ist unsere Masche. Hier einstechen, Faden holen und zwei Maschen stricken. Faden holen und zwei Maschen stricken. So. Faden holen und zwei Maschen stricken. Das kann man sich gut merken, wenn man die erste Reihe gestrickt hat. Dann weiß man genau, hier genau davor steche ich ein und dann stricke ich wieder zwei rechte Maschen. Dann bin ich wieder davor, steche ein, stricke wieder zwei rechte Maschen. So. Und meine Randmaschen stricken. So sieht es jetzt aus. Ja, sind die ersten zwei Reihen, die ihr gestrickt habt, jetzt hier. So. Wir wenden die Arbeit und stricken das Ganze von links. So, wenn ihr nicht wisst, wo ihr seid beim Linken, dann achtet darauf, diese Masche hier muss mit dieser zusammenkommen, damit hier kein Loch entsteht. So. So, die mit der zusammen. Wir wollen ja kein Lochmuster haben, ne? Und wir wollen auch keine Löcher in unserem Pullover. So. Die zwei links zusammenstrecken. So, auch links zusammenstrecken. So. Also ist im Grunde genommen ganz leicht zu merken. Wenn ihr seht, ihr habt hier ein Loch, dann wisst ihr ganz genau, die zwei Maschen müssen zusammengestrickt werden auf der linken Seite. Wir wenden die Arbeit und gucken uns mal an, was wir gestrickt haben. So, das sind unsere Reihen, die wir bisher gestrickt haben. Seht ihr? So sieht das Muster dann nachher aus. Okay. So, ich zeige es jetzt nochmal, wie man nochmal anfängt, damit es sich bei euch auch verinnerlicht. So, jetzt habe ich hier natürlich, müsste ich jetzt so hier davor einstechen und den Nerv da wieder vor. So. Dann stricken wir es so. Hier muss ich einstechen. Vor diesem Masche steche ich ein. Hoppla, hoppla. Runtergefallen. Darf auch passieren. So, Faden holen. Diese Masche davor dann stricken. Und die nächste stricken. Ja, so. Dann holen wir uns hier den Faden. Ja, so, die nächste stricken, dann holen wir uns hier den Faden, immer hier. Wenn ihr euch mal nicht mehr wisst, wie es geht, oder wenn ihr sagt, okay, was muss ich jetzt machen, immer zwischen diesen zwei, wo der Faden hier so quer ist, was ihr sehen könnt, da stecht ihr an und holt euch den Faden. Dann strickt ihr erst die Masche und dann die nächste. Dann wisst ihr wieder Bescheid, die nicht stricken. Da einstechen, Faden holen und dann erst diese Masche stricken. Und dann die nächste. Dann wieder Faden holen, die davorliegende stricken, die nächste auch. Wieder den Faden holen, die nächste stricken. Wieder den Faden holen und die nächste stricken. So. Dann wieder den Faden holen, die nächste stricken, wieder den Faden holen und die zwei wieder stricken. Ja,
Und jetzt geht es wieder auf die linke Seite, wo denn diese Maschen zusammengestrickt werden, so wie ich es jetzt eben gezeigt habe. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch Spaß gemacht. Ihr habt es verstanden. Wenn irgendwelche Fragen noch sind, dann fragt mich bitte oder meldet, fragt eben kurz, halt, Ute, kannst du mir nochmal das und das erzählen? Ich habe es nicht richtig erklärt. Wenn ihr Socken strickt, dann strickt ihr einmal eine Reihe rechts hier drüber und dann verändert ihr erst wieder dieses Muster. Ja? Das könnt ihr ausprobieren. Ist ein bisschen nicht schwierig, ist es nicht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man denn so da drüber stricken muss, weil man es nicht weiß oder man hat es noch nie gemacht. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video und sollten noch Fragen sein, dann dürft ihr euch jederzeit an mich wenden. Also, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und viel Spaß mit diesem kleinen schrägen Muster. Eure Ute.